Ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Motorsport 5 und damit zu weiteren drei Rennveranstaltungen. In der letzten Folge haben wir die vier Rennen hier gemacht und jetzt machen wir die drei Rennen und jetzt legen wir auch gleich los. Halten uns gar nicht so lange auf. Wenn man schon auf Platz 5 war. Aber gut, wir haben ja noch. Also, wir haben ja noch diesen Runde und das zweite Runde. Und so weit sind sie ja jetzt nicht entfernt. Jetzt dürfen wir aber auch keine Fehler machen. Also solange immer noch einige Autos hinter uns sind, dass wir uns locker flockig durch den Fehler übernehmen können. Jetzt ist auch nur die Frage, kommen wir den ersten hier zu machen. Thank you.
So, dann haben wir das erste Rennen schon wieder abgeschlossen. Bis 20. Ja, kurz vor Stufe 8, okay. In der nächsten, also nach dem nächsten Rennen sollten wir auf Stufe 8 sein. Es geht zurück nach Abu Dhabi auf den Yas Marina Circuit, der Heimat des großen Preises von Abu Dhabi. Das Gefühl, die ersten setzen sich immer ganz gut ab hier, ne? Also, wenn man sie versieht, sind die schon weiter vorne. Dürre angeschaltet anscheinend.
Open Tour geführt haben. Lässt sich aber auch nicht überholen, ne? Und wir sind kurz davor, die zweite Runde zu beenden jetzt hier. Das ist echt knapp jetzt. Du musst jetzt keinen Fehler machen. Gut, Stufe 7. Genau, wir setzen das fort. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Rennen für die Folge. Genau. Dann haben wir noch drei Runden und dann haben wir auch schon wieder das Event abgeschlossen. Auf dem englischen Silverstone Circuit auf uns.
Weil meine Katze jetzt auf den Schreibtisch gesprungen ist. Die folgt manchmal nicht. So, sie jetzt sitzen, ist gut. So, sind wir nicht beantwortet. Das ist eine Maus. Meine Katze, die springt immer gerne auf den Schreibtisch. Meistens will sie mir dann was sagen. Zum Beispiel, ey Frauchen, lass uns zusammen ins Bettchen gehen, schlafen. Eier Bubu machen. Wenn sie wieder kuscheln will. Wenn sie wieder im Schlaf gestreichelt werden will. Wie so ein kleines Baby. Oder wenn sie Leckerlis haben will. Oder wenn sie allgemein Hunger hat. Oder wenn sie ihre Flöhe am Schreibtisch verteilen will. Nein. Oder wenn sie einfach nur ein Frauchen sein will. Dann legt sie sich auch immer auf den Schreibtisch.
So. Okay, ja, dann war es das, glaube ich, das letzte Rennen für die Folge, ne? Ja, ich glaube, rein zeittechnisch, wenn ich auf die Uhr gucke. Dann bleiben uns jetzt nur noch 3 Rennen der Veranstaltung. Ich hoffe, dass jetzt der Ladebildschirm mal richtig funktioniert und wir wieder ins Menü kommen. Ich frage mich, woran das manchmal liegt. Auf einer Art geht das manchmal schnell und auf dem anderen, in dem anderen Moment dauert das wieder Ewigkeiten, bis der Ladebildschirm dann aus dem Blick gekommen ist. So, genau, also in der nächsten Folge machen wir dann praktisch die letzten 3 Rennen hier und dann haben wir die Veranstaltung hinter uns und dann fangen wir in der Folge 21 schon wieder die nächste Veranstaltung an. Ja, und dann gucken wir mal, was das Ganze so mit sich bringt. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich sag mal, bis dahin, haut rein und tschüss.